Hallo, liebe Freunde der Go-Kart-Simulation. Nein, natürlich nicht. Nicht die Go-Kart-Simulation, nein, es ist Planet Coaster, Swiss Valley, jawohl. Und in Swiss Valley entsteht gerade ein Go-Kart-Odrom, jawohl. Und dieses Go-Kart-Odrom werden wir jetzt weiter bauen. Jawohl. Und als erstes werde ich jetzt hier gleich eine Idee umsetzen, die mir gerade eben in den Sinn gekommen ist. Und zwar werde ich hier diese Pneus werden hier rundherum aufgestellt. Auf dieser Seite, auf der anderen Seite, da gibt es dann eine kleine Mauer. Und zwar, das sieht dann ein bisschen besser aus, wobei ich finde es jetzt irgendwie schade, dass diese Pneus hier so groß sind. Denn im Gegensatz zu allen anderen Pneus sind die ziemlich klein. Also die normalen Pneus. Aber wir werden das jetzt halt so machen. Darum werden wir die jetzt hier so hinbauen. Jawohl. Ja, wie gesagt, das ist das neue Frühlingsupdate und es gibt natürlich noch einiges mehr zu sehen. Aber wenn ihr wissen wollt, was es alles im Frühlingsupdate gegeben hat, mittlerweile wird es sicherlich tausende von Videos geben mit dem neuen Content, mit den neuen Frühlingsupdate-Sachen. Es gab auch neue Coaster. Werde ich definitiv auch noch einen bauen, nämlich den großen Boomerang Coaster. Der sieht sehr, sehr nice aus. Der gefällt mir ziemlich gut und den werde ich natürlich auch in Swiss Valley platzieren. Da habe ich mir eigentlich auch schon einen Ort überlegt, kann ich euch schnell zeigen. Ich denke, ich werde hier diesen Berg wegmachen und dann werde ich hier diesen Boomerang aufstellen, weil dann sieht man den auch ein bisschen, wenn man reinkommt, sieht man hier vielleicht sogar die Türme, wo der Boomerang hochgeschossen wird. Ja. Der kommt also dann, wie gesagt, hier hin. Ich hoffe, der hat Platz. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Habe es noch nicht getestet. Aber das werden wir bald nachholen. Ja, und wie gesagt, diese neuen Go-Karts, die sind sehr genial. Das ist wirklich eine tolle Sache, die uns da Frontier geliefert hat. Jeder Fahrgast hat eine eigene Fahrphysik, einen eigenen Fahrstil. Das heißt, jeder Fahrer verhält sich anders. Und so entstehen völlig spezielle und völlig eigene Rennsituationen jedes Mal. Also man könnte eigentlich schon fast sagen, man könnte eigentlich ein Rennen dokumentieren. Und ich denke, es wird sicherlich auch einige Leute geben, die schon die ganzen Mario Kart Strecken nachgebaut haben. Ich glaube, ich hätte sogar schon irgendwo eine Rainbow Road gesehen. Legendär aus Mario Kart. Und ja, da ist natürlich den Leuten wieder absolut, sind da keine Grenzen gesetzt, da kann jeder machen, was er will. Und mit dem neuen Kollisionsmodus, den man auch ausschalten kann jetzt neu, kann man natürlich wieder ganz andere Sachen ebenfalls machen. Und da gibt es auch sehr, sehr spannende Gebilde bereits jetzt schon zu sehen im Spiel. Und ja, also Frontier hat da wieder geliefert, was man von anderen Firmen einfach nur in den Kopf schütteln kann. Denn die haben zwar auch ein Update geliefert, aber naja, ist halt einfach nicht dasselbe. Frontier hat definitiv die beste Freizeitpark-Simulation zurzeit auf dem Markt. Ohne Wenn und Aber, Planet Coaster, unangefochten die Nummer 1.
So. So, jetzt haben wir hier mal schön die Reifen montiert. Gleich geht's los. Jawohl, alles. Die Lichter sind auf grün. Los geht's. Swiss Melli Meisterschaft. Runde 1. Hoch den Berg. Über das große Tracé. Dann geht's runter in die kleine Rondelle. In das Karussell. Jawohl. Da wird innen überholt, außen überholt. Jawohl, wo? Wen dreht das als erstes? Dann geht's runter, wird wieder breit und dann geht's durch eine kleine Schikane. Wieder Karussell hoch. Nach vorne. Über den Hügel. Jawohl. Dann kommt nochmal eine Kurve und wieder ein enger Teil. Hier wird es nochmal eng durch die Kurve und dann kommt die große Highspeed-Kurve. Auf die lange Gerade. Hier werden Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erreicht mit den großen Karts. Nicht, natürlich nicht mit diesen Meat-Karts. Und dann geht es in die letzte Kurve und wieder zack. Über Startenziel in die nächste Runde. Wieso steht hier ein Kart ganz alleine? Ist der kaputt? Der defekt? Die Nummer 12? Man weiß es nicht. Naja, auf jeden Fall können wir jetzt hier weiterbauen. Das ist nur die Frage, was möchte ich denn bauen hier? Building on a station grid. Jawohl, schauen wir mal. Wir können natürlich hier mal schauen, ob es hier irgendwelche tolle Wände gibt. Ich möchte das Ganze eigentlich ziemlich... Metal. Nein, das sieht scheiße aus. Stucco. Ja, hier. Da machen wir natürlich keine hohen Wände. Auch so noch. Bim, bitte, bim, bim, bim. So sieht es eigentlich ganz okay aus. Dann können wir auch noch mit einem Zaun oder so können wir da drüber basteln. Schnell schauen bei den Archways. Da können wir nämlich noch Arches bauen. Ja, das sieht dann eigentlich aber wieder doof aus. Brauchen wir nicht. Nein, brauchen wir nicht. Aber bei den Wall Pieces, da müssten eigentlich irgendwo noch die Zäune sein, denke ich mal. Oder sind die einfach hier? Schauen wir mal hier. Ganz viele neue Sachen gab es ja. Diese Zäune kennen wir schon. Gab aber auch viele neue. Wir könnten zum Beispiel auch das sieht scheiße aus. Wir könnten natürlich auch das Ganze das hier so hinbaue. Dann bräuchten wir dennoch... Ah, Moment. Ich weiß, was wir machen. Ich kann das natürlich auch nur so hoch machen. Dazu hat der Jay einfach Ideen, die sprudeln dann plötzlich so aus mir raus.
ohne vorher irgendwie überlegt zu haben, so denke ich plötzlich so, ha, ich habe eine Idee. Könnten wir das ja eigentlich so einfach durchziehen, ne? Dann haben wir nämlich hier einen offenen Startbahn, das ist ja eigentlich ziemlich wichtig. Gerade bei Go-Karts sind ja Benziner. Und so haben wir jetzt eigentlich... Oh. Das sieht nicht gut aus. Kann man das auch? Ja, müssen wir eins runternehmen, ne? Gut. Sonst sieht das etwas doof aus, ne? Gut, es ist ja nur Glas, also von daher, man sieht ja auch, es ist nicht komplett zu, aber das macht ja auch nichts. Aber so haben wir zumindest, wenn es regnen würde, was es natürlich in Swiss Valley nie tut, haben wir hier zumindest die eine Seite ist dann nicht im Regen, so. Und jetzt gibt es, glaube ich, hier irgendwo gibt es noch so Fahnen und so. Ist das bei Scenery? Oder war das bei Building? Bei der Decoration. Flags. Race Flag. Ziemlich blöd aus. Nein, es müsste doch irgendwo noch... Es gibt noch mehr. Ich weiß, es gibt mehr. Black Pole with Flags. Nein. Ja, irgendwo gab es noch diese großen... Die habe ich nämlich auch schon in einem Video von Stan Wolf gesehen. Die hat er gezeigt. Wo sind sie? Die Flaggen. Das ist natürlich nur die Frage, wo pflanzen wir die hin? Sieht es irgendwie ein bisschen komisch aus, nicht? Oder geht das so? Ah, ich denke, das geht. Ziemlich mittig. Und irgendwo müssen wir dann noch Swiss Valley Raceway oder so irgendwas schreiben. Wir müssen noch ein fettes Custom Shield müssen wir noch bauen. Hier können wir auch noch Tires montieren. Und hier müssen wir natürlich noch
wie sagt man, Fans. Hier, schaut mal, da gibt's ganz viele Fences. Denke, Western Fans. Sieht lustig aus. Passt der dahin? Gut, der passt einfach, weil es weiß ist. Oder den Tall Metal Fans. Metal Fans. Ist besser, hm? Leute ein bisschen einsperren, ne? Dass da keiner von außen hinkommt. Machen sie ja sowieso nicht, weil die Planet Coaster Besucher, die sind eigentlich sehr, sehr gepflegt. Die würden auch. Doch, jetzt gibt es ja das neue Sicherheitsupdate, stimmt. Es gibt jetzt auch Taschendiebe. Taschendiebe und Vandalen. Jawohl. Eines meiner größten Hobbys von früher, Vandalismus. Jawohl. Nein, Scherz. Natürlich nicht. Aber es gibt jetzt Vandalismus in Planet Coaster. Das heißt, sie können Bänke zerstören. Die Lümmel. Aber keine Angst. In Swiss Valley wird das nicht passieren, denn in Swiss Valley habe ich das ausgeschaltet. Jawohl. Hab da keine Lust, mich um irgendwelche Banditen zu kümmern, währenddessen ich hier baue. Ist ja ein Sandbox-Spiel, von daher ist es ja eigentlich eh egal. Und darum habe ich es ausgeschaltet hier. Der Jay mag keine Vandalen. Zumindest nicht in Swiss Valley. So läuft das hier. So, jetzt müssen wir hier noch. Da können wir hier noch zumachen. Wie man sieht, also die Go-Karts, die sind enorm beliebt. So. Wie ihr gesehen habt, es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Fences und das ist doch cool. So, haben wir hier ebenfalls nochmal ein paar Tires. Jetzt sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Unser Raceway. Natürlich kann man den noch weiter ausbauen, eben wie gesagt, wir haben hier hinten noch ein paar Pappeln. Hier möchte ich eigentlich irgendwie noch ein Schild hinstellen. Natürlich gibt es auch sonst noch einige Schilder zu bauen. Natürlich brauchen wir auch noch Licht, jawohl, Licht. Und aber das Gebäude hier, das lassen wir eigentlich ziemlich schlicht. Können wir aber mal schnell schauen. Ah, hier sind zum Beispiel eben diese Speed Tafeln. Könnten wir zum Beispiel hier hin machen. Dann sieht das Ganze schon viel poppiger und peppiger aus, ne? Hier haben wir auch noch eine S-Kurve, die könnten wir dann zum Beispiel hier hinstellen. Eine Tafel, dass hier eine S-Kurve kommt zum Beispiel.
Man kann das Ganze auch dann zum Beispiel hier hinstellen, dass es hier um die Kurve geht. Also gut, das erkennt man ja eigentlich von alleine. Ah, hier das Schild könnten wir hier aufstellen, irgendwo bei der Schikane. Ah. Jawohl. Sieht man hier nämlich, dass hier eine Schikane ist. Weil das sieht man ja sonst nicht. Ja, hier kommen sie gleich. Ja. Und da fahren sie durch. Ja, natürlich. Also da kann man ja eigentlich geradeaus fahren. Aber die machen hier alles schön. Die Kurven. Das Fahrerfeld weit auseinandergezogen. Hier kommt die zweite Verfolgergruppe. Ja, da kommen die Nachzügler. Das Feld ist also weit, weit verteilt, aber ich glaube, so wie es aussieht, wieso sind die nicht in der Fahrt? Und die irgendwie noch. Inspection. Operation Capacity Nummer 12. Number of Cars 12, ja. Number of Laps. Mhm. So. Jetzt kommen die nämlich wieder zurück hier. Ja, und muss doch sagen, es sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ganz süß hier. Mit wenig Aufwand viel erreicht, aber hier kommen die Jungs zurück in die Startformation. Und ich überlege mir, bis zur nächsten Folge, wie wir hier noch weiter bauen werden. Wir müssen schon noch irgendwo so eine Art Zuschauertribüne oder so, wäre schon noch cool irgendwie. Denke, hier müssen wir irgendwas sowas machen. Nur das Problem ist, wenn wir hier eine Zuschauertribüne hinstellen, dann sieht man das Schild nicht mehr. Oder wir machen das Schild hier. So. Ja, genau, wir könnten das Schild eigentlich hier hinstellen. So irgendwie. Moment, ich kann ja das mal schnell anzeigen, so mit dem Multiselect-Tool. So irgendwie so. Irgendwie so hier hin. The Raceway. Swiss Valley Raceway. Ja, genau, so machen wir das. Aber ich denke, das machen wir nächstes Mal. Oder vielleicht mache ich das auch off-stream. Denn so ein Schild, das dauert immer ziemlich lange und ist ja nicht wirklich spannend zum Zuschauen. Aber was rede ich hier? Das schauen wir uns dann vielleicht das nächste Mal an. Oder wir bauen einfach noch weiter an den Details für unseren schönen Racetrack hier. Nun, ich hoffe, ihr hattet auch diese Woche wieder Spaß. Ich wünsche euch was und wir sehen uns bald wieder. Und dann sicherlich auch noch mit einem kleinen Ferienbericht aus Wien. Jo, bis dann. Ich wünsche euch was. Schönen Tag noch, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Euer Jay.